Schon vor dem offiziellen Livestream heute Abend wurde ein interessanter Tweet auf einem EA-Account geteilt, den ich in dieser Short News kurz aufgreifen möchte. Wer gestern Abend auf Twitter unterwegs war, wird vielleicht den Tweet des brasilianischen Twitter-Accounts von EA bemerkt haben. Dieser hat auf Deutsch übersetzt geteilt, dass eine lustige Überraschung kommen wird. Wir sollen unsere gruseligsten Fantasien vorbereiten, um unsere dunkle Seite zu enthüllen. Das Ganze ist natürlich etwas kryptisch, klingt aber ganz nach einer auf Halloween abgestimmten Aktion. Der Hashtag MySpookySelf klingt für mich persönlich nach einer Challenge, die wir mit unseren Sims absolvieren werden können. Vielleicht aber steckt dahinter auch ein Teil eines neuen Gratis-Updates. Die allgemeine Formulierung des Tweets lässt natürlich großen Raum für Spekulation. Ein neues Pack hingegen klingt für mich unplausibel, gerade da vor einer Weile nur Sets für das restliche Jahr 2021 angekündigt wurden. Dem Screenshot kann man leider auch keine neuen Infos entnehmen, dieser zeigt nur Objekte aus dem Paranormale Phänomene Accessoire Pack. Was genau gemeint ist, werden wir wohl spätestens heute Abend im Entwicklerstream um 20 Uhr erfahren, den ich euch natürlich ebenfalls in einem weiteren Video zusammenfassen werde. Kennt ihr auch schon die neueste Folge Sim gehört, in der ich mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de über Vorgängerfeatures, die es in The Sims 4 auch gerne wiedergeben könnte, spreche? Die aktuelle Folge hierzu findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Was denkt ihr über die erwähnte Aktion? Seid ihr auch so gespannt auf heute Abend wie ich? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.